Zeig einmal her, wo soll man denn noch so Schönes auf der Karten? Zeig einmal her, was ist denn noch so alles offen? Wir haben da jetzt einmal dann den nächsten Auftrag. Passt, hätte ich gesagt gehabt, schauen wir uns das mal an. Dann haben wir da noch ein bisschen was da. Bam, 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 bam. Und dann kann man sich eigentlich quasi dann schon wieder ein bisschen Story widmen, hätte ich gesagt gehabt. Passt, ist in Ordnung. Ist definitiv in Ordnung, kann man so machen. Alter, was ist das bitte für ein Tür-zu-Tür-Service, Alter? Fühl mich da verarscht, dezent, vom Fahrzeug. Dacht mir nicht. Braucht das Software-Update. Der Kit, das ist nicht mein Kit. Na, wäre so lustig, wenn das Auto dann auch noch ab und zu mit uns reden würde. Das wäre so geil. Das wäre so. Okay, das ist einmal. Sorry, sorry. Ich fahr anderes Gassel. Ich will nicht schon wieder attackiert werden von der Polizei. Muss nicht unbedingt sein, muss nicht unbedingt sein. Ich schieße wieder auf mich. Nur weil ich hier einen leichten Kratzer jetzt im Lack habe, was kann ich dafür? Er ist mir reingefahren, nicht ich ihm. Scheiß Bullen. Scheiß Bullensau. Für was zahlt man Steuern, Digga? Ja, ich freue mich für dich, ich freue mich für dich. Muss man dann erzählen? Muss man dann unbedingt erzählen, wie es war? Unbedingt. Müsst ihr wissen. Überfall im Gang, ja. Überfall ist jetzt mal eher ein bisschen uninteressant. Ich hätte mal gesagt gehabt, tun wir sich einmal eher mehr so konzentrieren aufs Wesentliche, auf die ganzen Aufträge und zusätzlich. Da gibt es immer so ein bisschen so eine Geschichte da drumherum. Yotaro Shobo, ein echter Psycho. Nimmt sich dabei auf, wie er Joy Toys foltert und verkauft die BDs dann an gleichgesinnte Hurensöhne. Die Mox haben ihn endlich aufgespürt. Und du kannst dem Drecksack. Ja, aber wird schon, wird trotzdem leibend. Wird trotzdem leibend. Was ihr dem. Stöpern 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube aber nicht, dass es alles Gegner sind, oder? Sondern es alles Gegner. Na, gelegt mir Mursch. Den Haverer, okay, den Haverer suchen wir mal. Okay, das ist mal super. Das ist mal super, aber das ist nicht gut. Der will überhaupt deine Haverer. Servus, grüß euch, servus. Ich geh jetzt einfach mal beinahe da rein. Hi. Was darf es denn sein? Casino. Alles auf Rot. Alles auf Rot, Digga. Servus, grüß dich. Ich würde gern mit Yotaro reden. Hast du einen Todeswunsch? Sagen mir manche nach. Das ist schon ein bisschen dezent zu viel. Trau mir. Ja, taugt mir der Haverer. Am liebsten würde ich so sein Geldbörsel da mitnehmen. Na, Alter, weißt wie geil das wäre, wenn es einfach so wie so Watch Dogs-mäßig einfach so ein Hacking-System geben würde. So, ah, der pennt eh. Dann kann ich mal das Geld flauen von ihm. Er hat anscheinend eh dezent zu viel. Oder er hat alles auf Rechnung geschrieben. Ich hoffe, den Besitzer nicht. Hab gehört, du hast was im Angebot für anspruchsvolle Kunden. Kannst du was empfehlen? Bist wohl ein echter Kenner. Für dich habe ich extra realistische BDs. Nur ein Feinschmecker. Alle Geschlechter, Ethnien oder Fetische. Alles, was deine Synapsen so auf Hochtouren bringt. Joa, zeig mal hier. Da bist du hier richtig. Was Schönes. Alter, die Kilo aus dem Fassel. Aus dem Benzinkanister. Was denn bitte, oder für ein Schästrick, oder Haverer? Alter, geil. Geil, oder Lies and P, oder auf Spotify. Musik. Muss ich eingeben dann? Muss ich dann eingeben, einfach nur Lies and P oder Feel? Song Feel, gell? Feel muss ich Feel Lies and P eingeben und reicht das, wenn ich Feel eingib? Würde mich interessieren, würde ich mir vielleicht sogar einmal kurz anhören. Es ist einmal eine gute Frage, wenn uns überhaupt einer reinlässt. Hi. Also das ist ja so wie ein Ninja Warrior, Alter, was ist mit dem?
Wie viele Punkte auf einmal haben mich da bitte jetzt gerade anvisiert? Bist du deppert? Das waren ein paar dezente Punkte. Servus Christi, servus. Entweder Horrorfilm oder der Haverer gönnt sich. Falschen Film. Er gönnt sich hart, oder? Servus, Christi. Die Kunden aber auch nicht, gell? Na gut. Ich kann es jetzt einfach oder schwer machen, Burle. Ihr könnt euch jetzt ganz, ganz einfach das euch jetzt aussuchen, gell? Wollte ich jetzt einmal nur kurz gesagt haben. Passt. Eins, zwei. Drei, vier. Na gut. Ich hätte mal gesagt, kommt einer weniger. Warte, den Holz, ich hab da eine. Passt perfekt, danke dir. Den Holz, ich hab eine. Er gibt die Masken auf, so plötzlich so. Hä? Das ist eine Leiche. War ich das? Nee. Das ist eine Nacht seines Lebens, ich sag's euch. Schade, dass ich er nicht da irgendwie so packen könnte oder irgendwas. Das wäre nicht schlecht. Ich könnte mich aber ein bisschen spielen als Ablenkungsmanöver. Genau. Und dabei noch was verdienen. Mehr Infos über dieses Stück Scheiße an Bein. Wie sie auch einfach beinahe deine geht. Sie geht auch beinahe deine. Sie ist leibend. Na gut, ich hätte mal gesagt, wir gehen einmal den Weg. Ich sollte vielleicht noch dezent das ein oder andere Ping nochmal machen. Unbedingt. Mit die nochmal weiß, wo der ein oder andere Haverer ist. Das wäre nicht schlecht. Findet ihr jetzt nur die Computer oder? Eine Kamera muss ich da mal abschalten. Das wäre super. Einmal. Da ist aber gleich der nächste Haverer. Das könnte halt lustig werden. Da ist ein Haverer, da ist ein Haverer, da ist ein Haverer. Da könnte wenigstens weitergehen. Ist nicht so tragisch. Der sieht uns eh gleich nicht mehr. Da kann ich reinsticken. Da geht man. Ich glaube, wir haben unsere Zielperson. Ich glaube, wir haben es. Werden wir aber trotzdem noch ganz kurz ein bisschen spülen. Er muss ihm dezent ohne Gummi reinstecken. Let's go. So, was haben wir denn Schönes? Ans CC, ja, bam 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 bam. Ich glaube, das sollte jetzt möglich sein. Und tschüss. Ich glaube, das ist jetzt mal nicht schlecht. Bam, perfekt. Man gönnt sich ja sonst nichts. Nur 100, da ist aber ein bisschen dezent zu wenig, hätte ich jetzt mal gesagt. Das ist eh der Haverer. Siehst du denn nicht? Muss ich ihn jetzt noch anpingen oder was? Das ist ja eh fix. 100% ist er das. 100%. Ah, doch nicht. Okay, passt. Na, von hinten, vom Quadl, neues drum und dran, hat er irgendwie so dezent so ausgeschaut. Hätten wir jetzt irgendwie doch gehabt, dass es dann doch irgendwie ist. Ja, dann hätten sie es auch angezeigt. So, ja, Budi, das und das und das. Aber na gut. Mal schauen, was wir dann noch so alles machen können. Ich bleibe mal so gut wie möglich unentdeckt. Sagen wir es mal so. Ich bleibe mal so gut wie möglich unentdeckt. Ich würde auch gern quasi so ein Tomahawk, ein Wurfmesser, irgendwas würde ich gern werfen. Irgendwas würde ich sehr, sehr gern werfen. Vielleicht geht da was. Das wäre echt leibend. Wenn man das vielleicht austauschen könnte. Okay, MP, Blend. Und Nahkampf ist auch Arsch. Weil das sind nicht so Sachen zum Werfen. Also ich kann das Messer werfen. Das könnte vielleicht auch möglich sein. Weil Schadenskosten, Ausdauerkosten, Effekte, Reichweite, Rückkehrzeit. Kann ich es werfen? Probieren wir es aus. Hätte ich gesagt gehabt.
Ich kann's werfen. Ich kann's werfen? Ja, Mann, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ist halt wieder die Frage, wie es halt wieder ausschaut mit einem anderen Haverer. Ob der ihn zwischert oder nicht. Mhm, ja, und wie er das sieht, aber ist nicht so tragisch. Ist nicht so tragisch. Ich will mal so weit kommen wie möglich. Ich will mal kurz so weit kommen wie möglich. Danach gehen wir eh wieder alle wegballern bis zum Gehnimmer. Ich will es jetzt mal unbedingt wissen, ob ich schaffen würde. Ich hab mir gedacht, da gibt's was extra. Aber einen will ich jetzt unbedingt zur Weihe machen. Einen will ich jetzt unbedingt zur Weihe machen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Einer muss zum Meier gehen. Gewaltsam. Das wird der ein oder andere hören. Das wird der ein oder andere hören. Wir könnten es normalerweise machen. Wir könnten das eigentlich normalerweise ohne Probleme machen. Aber das wird wahrscheinlich der ein oder andere mitkriegen. Safe. Okay, zwar. Ja, Kind hat mitkriegen, aber probieren wir es einmal, probieren wir es einmal. Ja, wenn wir entdeckt werden, werden wir halt entdeckt. Ja, meine Güte, kann einmal passieren. Ich glaube, das war jetzt eh das, gell? Einmal, zweimal. Und... Die sind sehr laut. Wo ist denn? Der hat sich geschlichen, der Perf. Der Wappler. Wieso hast du dich geschlichen da? Komm her. Schule. Schule. Dann steck ich mal da rein. Ja, mir ist wurscht. Schleiz aber der Haberer. Mit ihm. Ein bisschen deppert. Könnte das möglich sein? Ja. Okay, dann halt nur das eine. Darf geschissen. Aber Hauptsache Euro Dollar. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Hauptsache ein bisschen Geld. Ein bisschen Marie, oder ein paar Erfahrungspunkte. Ganz, ganz wichtig. Da, jetzt muss ich mal den einen da haben. Da. Oh. Okay, ist dann doch nicht anscheinend so wirksam, wie er hofft. Alles klar, Digga. Alles klar. Ja, dann müssen wir halt mal so spielen wie sonst. Ich glaube, da brauche ich dezent noch das ein oder andere Upgrade. Aber sowas von. Da werden sie jetzt alle von jeder Seite kommen, das weiß ich jetzt schon. Alle, die was wir jetzt verschont haben, alle, die was wir jetzt verschont haben, kommen fix auf. Okay. Scheiß verficktes Geschütz. Alles klar. Da, komm her, weg bist. Erstmal Gönnung. Wo ist denn der Pre, Alter? Da, komm her da! Und weg, Biest! Ich überlege dezent, ob ich das nochmal mit dem Messer mache. Kann ich auch so hinhauen? Aha! Da, komm her! Ich will auch Spülspiel mit dir! Zack, 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 zack! Ja, bin gleich hier, Alter, wenn ich nicht schon aufpasse. Ich weiß eh, ich weiß eh. Da, Burle, Burle, wo bist denn? Ah, die ist schon hin. Ich glaube, der hat gesessen. Dezent. Und das wird unser Haverer gewesen sein. Ah, schön, 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 schön. Oh, genau. Kann man sagen, abgestochen? Ja, ja, wir haben abgestochen, die Wützer. Definitiv. Definitiv. Ja, wir bauen wieder ein paar extra Euro-Dollar. Sag ich nicht nein. Sag ich definitiv nicht nein. Bisschen was extra. So, wen darf ich wieder abschießen? Aha. Hi. Wo ist mit dir? Warte mal ganz kurz. Oh. Ich spiele dann doch lieber mit der Waffe weiter. Ist mir lieber. Ist mir doch lieber. Aber wenn nicht, den macht er einfach mal kurz auf Harley Quinn, oder was?
Eieieiei. Bis Depper, die hinten ist aber größer als wir erwartet irgendwie. Oh, arg. War nicht schlecht. Hi. Ui, die hat sogar noch was eingesteckt, oder? Voll geil. Ja, also waffentechnisch mit dem Messer, da muss man definitiv da noch irgendwas machen. Irgendwie was Stärkeres oder irgendwie. Wird sicher noch kommen. Ja, na sicher. Das ist jetzt einmal nur so abgeschwächte Version, da gibt es sicher dann wieder was Stärkeres oder irgendwas in der Richtung. Safe, 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 safe. Ich werde jetzt trotzdem mal ganz kurz durchgehen. Ich würde es einmal ehrlich gesagt wissen, ob es da nicht vielleicht noch so ein bisschen, so ein paar Extras geben könnte. Wie zum Beispiel ein Dixo. Dixo kennt man immer gebrauchen, oder? Für daheim. Warm, oder? Und genau das habe ich gemeint. Genau sowas habe ich gemeint. So ein kleines Schätzchen zum Sammeln. Genau so ein kleines Schätzchen zum Sammeln. Weil jetzt. Ja, dann will ich mich jetzt attackieren, aber das muss ich jetzt warten. Da muss ich jetzt definitiv kurz warten, der Avara. Mhm. Wie schaut's aus statt der Maschinenpistole? Na, noch eine Pistole will ich nicht. Na, bin ich nicht so. Bin ich nicht so dabei. Also für Angriffstempo, keine Nachladegeschwindigkeit, aber dafür die Reichweite und Waffenhandhabung. Kopfschuss des Panzerdurchdringung. No, das sage ich jetzt mal definitiv nicht nein dazu. Ah, okay. Ich muss schon Tag gehabt, dann hat er schon wieder das Spiel durchgespielt. Ich muss schon Tag gehabt, der hat mich schon wieder überholt. Waffenzoom. Ja, Chemieresistenz sage ich jetzt mal definitiv nicht nein. Sonst, wenn da jetzt keine Vorteile oder keine Nachteile da am Start sind, dann interessiert mich sowieso nicht. Wirklich so ganz. Ist okay, was wir da haben. Pistepl, Alter. Pistepl, was ist mit der Pistole da los? Ha, wie der, Alter. Wenn ich Glück hab, oh mein Gott. Ja, wenn ich Glück hab, definitiv, Alter. Wenn ich Glück hab, hast du das Spiel schon durchgespielt, dann am Wochenende. Ach, der Scheiße. Jetzt kennt ihr mich nicht, du nicht so, jetzt kann ich mir eigentlich alles anschauen. Jetzt kann ich eigentlich alles mitnehmen, was ich jetzt davon nicht mitnehmen hab können. Hey, Chefe! Warte mal ganz kurz, wo bist denn du, Bulle? Ich will mit dem Messer wieder, ich will unbedingt wieder mit dem Messer. Aber warte noch ganz kurz die Zehn. Achso, da wechselt er gleich wieder. Ah, das finde ich aber auch nicht schlecht. Techn. Okay, dass wir da auch wieder gestiegen sind. Aber sowas von, aber sowas von. Wo kommt denn da jetzt schon wieder der nächste Haverer? Von wo schießt denn der jetzt schon wieder? Soll ich einen Ping machen oder was? Nein, nicht mit dem. Ja, da komm her da. Wir wissen, wo der Volltrottel ist. Bitte sag jetzt nicht, der Haverer hat sich jetzt selber heimtrat. Ah, okay, passt. Ich schau mir das jetzt einmal das ein oder andere kurz an. Interessant, dass ich jetzt gestiegen bin. Du hast das ja eigentlich jetzt nicht wirklich was gemacht, aber passt schon. Bist du, die Waffe, Alter. Hab ich dir, Alter. Leg mir am Arsch, Alter. Bist du, die Wackel, Alter. Bis zum geht nicht mehr, Alter. Was ist mit der, Alter? Was habt denn der Sturm mit der Bitte Auto, Alter? Leg mir am Arsch. Da, fließ einmal. Da eine die Pappe und tschüss. Na, leg mir mal. Was haben sie denn der Biss? Der hat da, Alter, der Sturm, Alter. Das ist ein Wahnsinn, Alter. Die kriegt sie ja gar nicht mehr. Wie habt ihr es gesehen, Alter? Schau schon, wie das in der Pappe hängt, Alter. Geil. Wahnsinn, Alter. Rennt er spaziert damit. Mit dem Messer in der Pappen, super, Alter. Na, voll geil. Voll geil. Der nächste Kandidat. Na, voll. Und tschüss. Der nächste Haverer, der was brennt. Ah, Wahnsinn. Der nächste verbrennt. Das sind echt viele Gegner hier. Hätte ich mir nicht gedacht gehabt.
Okay, da habe ich mir jetzt auch die 10 ein bisschen mehr erwartet von ihm, aber okay. Assassino, Assassino! Morgen um Mitternacht! Morgen um Mitternacht! Assassin's Creed Mirage! Ich bin schon so gespannt! Ich bin schon so gespannt! Ich gehe extra heim. Also ich mache natürlich Sport. Gehe extra heim. Geschlafen. Und dann stehen wir so um 23, 30 oder um Mitternacht stellen wir den Wecker, damit wir dann Mirage zocken können. Ich bin schon so gehypt. Ich bin schon so gehypt. Morgen um Mitternacht Mirage. Geil. Geil. Ich glaube, da muss ich mal kurz eine spachteln. Digga. So, einmal. Zweimal. Oh, da geht sich sogar das zweite an aus. Ja, aber spätestens am Wochenende sowieso. Ich glaube, ich werde erst am Freitag wieder live ein Pizza zocken. Ja, es kann. Ja, ich glaube, Freitag wird es wahrscheinlich so sein. Weil ich einmal kurz noch unbedingt durch Starfield auch zocken möchte. Unbedingt. Ja, definitiv Assassin's Creed Mirage. Wird dieses Wochenende sehr viel gezockt. Sagen wir es mal so. Das ist so quasi jetzt einmal für dieses Wochenende das Pflichtprogramm. Kann man schon mal so sagen. Ist einmal definitiv Pflichtprogramm dieses Wochenende. Ab Mittwoch oder besser gesagt Donnerstag 0 Uhr. Let's go. Assassin's Creed Mirage. Passt.